Freunde, willkommen zurück und ich möchte mich heute in diesem Video mit dem Thema Fitnessstudios auseinandersetzen, beziehungsweise eher mit der Frage oder euch ein paar Tipps geben, wie findet man das richtige Fitnessstudio? Und das Ganze beginnt eigentlich damit, indem man sich einfach mal ein bisschen Gedanken machen sollte, okay, was sind meine Ziele, warum möchte ich mich anmelden und ganz wichtig, denn das macht dann das Fitnessstudio aus, welche Trainingsutensilien brauche ich dafür? Brauche ich Langhanteln, brauche ich Kurzhanteln? Welche Gewichte brauche ich bei den Kurzhanteln oder bis welche Gewichte sollten sie gehen? Brauche ich Maschinen? Welche verschiedene Variationen der Maschinen sollte es geben? Klar, vieles sinnig, vieles ist unsinnig, vieles braucht man, vieles muss man nicht und so weiter und so fort. Brauche ich einen besonderen Wellnessbereich? Ist mir sowas wichtig? Also Sauna, Solarium, irgendwelche Getränke, Flatrates, irgendeinen besonderen Service? Möchte ich, dass mir jemand ein Handtuch hinterher trägt, wenn ich trainieren gehe? Möchte ich, dass Personal Training angeboten wird, was auch immer man haben will. Ja, alles wird angeboten. Es gibt ja mittlerweile eine gigantische Vielzahl von Fitnessstudios, angefangen von irgendwelchen teuren bis hin zu irgendwelchen recht günstigen oder auch kleinen privaten Fitnessstudios. Und nicht alle haben wirklich alles zu bieten, das sollte euch klar sein, ja. Natürlich haben viele locken mit sehr speziellen Sachen, mit neuen Fitness-Trends, ja, aber nicht jeder Fitness-Trend ist auch wirklich für jeden was geeignet. Da muss man also wirklich gucken, was will man, was braucht man für seine, um diese Ziele zu verwirklichen. Und dann schaut man sich die Studios an, macht am besten, das ist immer das Wichtigste von allem, geht einfach hin, geht am besten zu den Zeiten hin, wo ihr trainieren wollt, weil dann seht ihr nämlich auch, was für ein Publikum da ist. Das ist nämlich auch so eine Sache. Nicht in jedem Fitnessstudio ist das gleiche Publikum anzutreffen. Komme ich mit dem Publikum klar? Möchte ich mit diesem Publikum trainieren? Und ja, hingehen, einfach mal sich anschauen und dann wisst ihr Bescheid, dann wisst ihr, okay, hier ist es angenehm für mich, hier ist es für mich eher unangenehm. Auch für Frauen zum Beispiel ist es also oft so ein Thema, ja. Es gibt da so Fitnessstudios, da ist es teilweise sehr unangenehm für die Frauen zu trainieren, was ich denke mal auch wahrscheinlich sehr viele Frauen davon abschreckt, in den Freihandelbereich zu gehen, was ich aber auch verstehe, vor allem wenn man alleine unterwegs ist, aber gut, wiederum anderes Thema. Und euch sollte klar sein, was Preis angeht, ich habe ein bisschen das Gefühl mittlerweile, je mehr so Wellness angeboten wird, nennen es dann natürlich immer Special Service und so, oder qualitativ hochwertigen Service, ja, also je mehr Wellness angeboten wird, desto mehr werdet ihr zahlen. Also unter Wellness verstehe ich jetzt so Sachen wie Sauna, Solarium, irgendwelche Getränke, Flatrates, wahrscheinlich noch irgend so ein Handtuchtyp, der einem das Handtuch hinterher trägt oder weiß, also so spezielle Sachen, dafür werdet ihr mehr zahlen wie bei anderen Studios, wo es sowas nicht gibt. Ja, aber dafür, zumindest ist das jetzt meine Erfahrung bis jetzt, habt ihr eine größere Anzahl an Maschinen und an und dem Freihandelbereich, ja. Vor allem was Freihandelbereich angeht, nicht jeder Freihandelbereich hat zum Beispiel einen Rack für Kniebeugen, was eigentlich auch sehr wichtig ist, gibt es aber nicht so oft. Deswegen schaut euch einfach mal da an und dementsprechend könnt ihr eigentlich recht schnell und leicht entscheiden, okay, das lohnt sich jetzt für mich oder das rentiert sich jetzt eher nicht für mich. Und ab und zu sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich meine, die 5 oder 6 Euro oder 10 Euro von mir aus mehr im Monat machen das dann auch nicht wirklich. Oder lohnen sich, ja, denn im Endeffekt, ihr wollt ja was erreichen und dafür müsst ihr auch was leisten, auch wenn es jetzt erstmal was Finanzielles ist. Und das Finanzielle ist immer das kleinste Übel. Was Service- und Trainerqualität angeht, werde ich jetzt nicht drauf eingehen, denn leider ist es so, dass es nicht unbedingt heißt, dass wenn ihr in einem günstigen Fitnessstudio seid, dass die Trainer weniger qualifizierter sind als an einem teuren Fitnessstudio. Eins vorweg, also ich werde jetzt nicht großartig drauf eingehen, ich werde vielleicht mal noch so ein anderes Video dazu machen, was Trainer in Deutschland angeht, zumindest weil ich mich nur in Deutschland auskenne. Euch sollte bewusst sein, ja, es gibt immer Ausnahmen, klar. Sage ich nichts dagegen. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber es ist leider traurige Wahrheit, dass im Endeffekt die Anzahl der Trainer, die wirklich keine Ahnung haben, was sie tun, ist verdammt nochmal zu groß. Merkt euch das, ja. Und deswegen würde ich einfach die Trainerqualifizierung, egal was für, wie qualifiziert sie sind, ja, außer Acht lassen. Das ist immer so ein... Wie gesagt, dass ihr mehr zahlt, bedeutet nicht, dass die Leute da auch mehr, besser qualifiziert sind. Ausnahmen gibt es immer, aber diese Ausnahmen könnte es auch in einem 15 Euro oder 20 Euro oder 30 Euro Fitnessstudio geben. Und in einem 100 Euro Fitnessstudio müssen dann nicht irgendwie die Mega-Cracks sein. Ja, das war's eigentlich.
zu diesem Thema. Also eigentlich recht simpel. Gibt es nichts Großartiges mehr zu sagen. Also mein Tipp ist immer, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, pass auf, geh hin, mach ein Probetraining, geh am besten zu den Zeiten hin, wo du auch selber trainieren möchtest, weil es bringt auch nichts, in einem völlig überrannten oder überfüllten Fitnessstudio zu trainieren, wenn man dann sich 20 Minuten immer anstellen muss, um mal Bank zu drücken oder sonst irgendwas anderes. Wobei, Beine trainieren die wenigsten, deswegen, wenn man Beine trainieren will, egal wie voll das Studio ist, man wird immer Zeit haben oder man wird niemals anstehen müssen, weil dann die meisten Geräte für die Beine frei sind. Außer das Kniebeugerack, wenn das mal wieder vergewaltigt wird für Bizeps Curls. Aber das ist wiederum eine andere Sache. Okay, das war's von mir. Wenn ihr Erfahrungen habt, gute oder schlechte, schreibt sie mal drunter. Seid ihr zufrieden mit eurem Fitnessstudio? Was würdet ihr so empfehlen? Ansonsten bis demnächst.